Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chasm. Ich bin's euer Justin, ich wünsche euch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Im letzten Part sind wir mehrmals gestorben, haben es aber trotzdem geschafft, zwei Charaktere zu retten. Und ich komme mal kurz auf die Karte, genau. Da ist, wo wir jetzt hin wollen. Genau. Einmal die Besitzerin des Magie-Shops, die uns jetzt diese wunderbaren Messer beschert hat, diese Wurfmesser. Komm. Okay, das bringt nichts, aber hätte schon mal gut angefangen. Ich wollte nur ein bisschen MP farmen. Aber gut, dann halt nicht. Immer noch nur 20 MP. Mist. Und dazu haben wir den Professor Besten, glaube ich, heißt er, gerettet. Der mit uns zusammen diese Minen erforschen will. Und der wartet auch bereits hier. Jetzt wartet ihr einfach nur einen Moment, während ich das Tor festhalte. Das sollte es gewesen sein. Nun folge mir. Okay. Diese Biester gehen mir so mega. Holy. Das war unerwartet. Okay, aggressive Monster gibt es also auch. Gut zu wissen. War das jetzt 4 oder 45? Ich weiß gar nicht mehr. Egal. Einfach weitermachen. Mal weiter. Das auch wunderbar. Ich hasse diese Würmer. Das ist so widerlich mit diesen Würmern. Aber da waren Würmer, die ich nicht gesehen habe. Holy. Erstens habe ich ein ungutes Gefühl bei der Sache hier. Aha. Aua. Okay, das war gar nicht das Ziel, dass ich es da oben hoch schaffe, okay. Levercap. Endlich mal irgendwas an Verteidigung. Ich weiß nicht, inwieweit mir das Gutes tun wird, aber Verteidigung. Jetzt gucken wir nochmal, ob es da unten irgendwas gibt. Natürlich gibt es hier irgendwas. Noch ein Tagebucheintrag. Sieht nach Dämon oder was weiß ich auch aus. Wie gehabt, werde ich das jetzt einfach nur vorlesen. My research indicates that the Shaman was the leader of the Ladori tribe. They relied on him to help with all aspects of their lives. From what I can gather, the Shaman spent most of his time meditating and attempting to make contact with spirits from beyond our world. To aid him in his quests, he utilized rare gemstones, much like modern mystics. The Ladori believed that gemstones contained supernatural power. Perhaps it was
the search for such stones that caused the tribe to venture into these mines. Hätte böse enden können. Ich möchte einen Speicherpunkt, bitte. Bitte, ich möchte einen Speicherpunkt unbedingt. Ich meine, wenn man die Ratten erstmal verstanden hat, geht das ja wohl, aber... Ich hätte doch in meinem Inventar noch Grapes und Apple. Das muss erstmal ausreichen. Ich finde nur, dass ich auch mal getroffen werden kann, ohne sofort zu sterben. Okay. Hallo du. Level up. Tatsächlich konnte ich das gebrauchen gerade. Na komm. Einfach nur ein wenig Geduld haben. Da ist noch was. Da möchte ich hin. Komm. Du bist doch wohl nicht. Unglaublich, dieses Ding so viel Leben hat. War nicht der Plan. Eigentlich wollte ich da oben hin. Gut, aber da brauche ich wahrscheinlich erstmal den Doppelsprung für. Oh, ein Apfel! Oh, Gott bless. Gott bless. Ich habe das Gefühl, so Healing Pots sind hier extrem rar in diesem Spiel. Also, Äpfel oder allgemein irgendwas zu essen. Okay, hier brauche ich wieder einen Schalter für. Gespannt. Was haben wir hier noch? Geld. Der wirft mit Sachen. Das finde ich total uncool, dass er mit Sachen wirft. Hier kann ich aber auch noch nicht ran. Okay, nee. Brauche ich wirklich einen Doppelsprung für. Und hier muss es irgendwas geben, dass ich irgendwie eine Attacke nach unten machen kann. So. Das ist jetzt dafür. Oh Gott, das ist ja ewig weiter Umweg. Egal. Nur um in den nächsten Raum zu kommen und sonst gibt es hier nichts weiter. Schade. Gut, es gibt noch Points of Interest, wo ich jetzt noch nicht lang kann, aber. Was soll's. Muss ich halt warten, bis ich den Doppelsprung bekomme. Ich hoffe, das dauert nicht mal allzu lange. Weil irgendwann kann ich mich nicht mehr an die ganzen. Orte erinnern, wo ich Doppelsprung gebrauchen könnte. Floor 1. Da geht's nach unten. Ah, speichern! Ja, bitte speichern. Speichern ist toll. Speichern gefällt mir. Gut. 10 Minuten kommen. Auf in die zweite Etage. Also. Ja, zweite Etage. Beziehungsweise zweites Kellergeschoss in diesem Fall. Oder. Ich habe keine Ahnung, wie das bei Minen heißt. Floor ist gut genug. Ah, okay. Das ist eine zusammenhängende Karte und zählt nicht als das. Okay. Verstehe. Hier kann ich auch nicht lang. Gut. Ich weiß nicht, welche Fähigkeit ich zuerst bekomme. Den Doppelsprung oder... Aua. Bessere Ausrüstung.
Ja, das war mir der Schaden gerade wert. Ich darf nicht vergessen, dass ich diese Taste noch habe. Das funktioniert eher semi-gut. Möchte ich mal nur so sagen. Es war halt noch ein Apfel. Aua. Ich dachte eigentlich, ich hätte das jetzt drauf. Okay, scheinbar nicht. Aua. Noch drei Hits schon wieder. Ich möchte endlich einen Schmied treffen, dass ich mir bessere Ausrüstung machen kann. Machen lassen kann, eher gesagt. Ich will erstmal nach oben. Ich weiß nicht, wenn das schwer sein soll. Ach, verdammt. Ja, beim nächsten Mal stelle ich mich möglichst nicht so blöd an. Okay, nochmal nach unten. Ich wünsche, das kann man beschleunigen, diese Animation. Die hätten eigentlich den Savepunkt auch hier unten hinstellen können, also bitte. Meh. Mega unnötig, dass man jedes Mal die Fahrstuhl benutzen muss. Ich meine, gut, das ist ein Ansporn, sich anzustrengen, dass man nicht stirbt, aber trotzdem. So können wir das natürlich auch regeln. Ich meine, genug MP wird einem ja hinterhergeworfen, ne? Soweit, so gut. Moment, 4. Also hat er 24 Leben. Au. Das hätte besser laufen können, aber... Ich habe wirklich relativ wenig Leben verloren. Vier Hits mit dem Messer, okay. Na komm her. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. So viel Leben, wie ich jetzt verloren habe. Drei Hits, okay. Gehe ich jetzt wieder nach oben oder gehe ich nach oben? Eigentlich nach oben, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich werde das in der Regel auch so machen, dass ich immer erst nach oben gehe und dann nach unten. Aber erstmal den Apfel verzehren. Okay.
hasse euch, Steinewerfer. Zum Kotzen ist das. Das war knapp. 3, 4, 5, 6, 7. Drei, vier, fünf. Better safe than sorry, ne? Kennt man. Floor 2, da geht's zum Floor 3. Okay, aber erstmal ist hier eine Kürzung. Okay. Dann geht's hier nach oben. Dann speichere ich erstmal ab. Und dann gucke ich mir mal an, was es noch auf dem Floor 2 gibt. Weil, um echt zu sein, will ich noch nicht auf den Floor 3. Ich möchte erstmal gucken, was es hier noch gibt. Ich habe auch nie im Leben erwartet, dass ich hier jetzt auf den Fahrstuhl zum Floor 3 treffe. Ich hätte eigentlich gedacht, dazu müsste ich tiefer in die Minen. Aber da habe ich mich scheinbar geirrt. So, und warum geht das auf einmal mit dem Ausweichen? Warum nicht gleich so, Just? Na komm. Na komm. Ein Topaz. Cool. Und noch mehr Gold. Na komm. Nach rüber. Hier hin. Geht hier jetzt wieder nach unten. Aber ich renne genau rein. Weil ich kann verdammt gut sterben. Was haben wir denn da? Wie hätte ich denn das erkennen sollen? Moment, wird das auch auf der Karte angezeigt? Nee. Ha. Muss ich da mal Ausschau noch halten? Berühre mal, nehme ich schon 7 Schaden, das fuckt mich ab. Fledermaus fuckt mich auch ab. Kobold sind das, ah. Level up! Ich glaube, das habe ich tatsächlich sogar gut gebraucht. Oh, da ist ja wer. Win. Dank den Wächtern. Ich bin Wynn. Ich arbeite in diesen Minen und suche nach Erzen und Mineralien. Ich bin so froh. Ich bin froh, dass das Militär hier ist, um endlich Dinge zurück zur Normalität zu bringen. Warte, bist du da einigen? Was? Warte, bist du der Einzige? Ja. Ja, du hast wirklich Mumm. Das steht fest. Ich gehe zurück zur Taverne. Ich muss. Ich muss meinen Kopf klar kriegen mit ein paar Spielen. Okay. Aua. Ich mache jetzt auch 3.
13 Schaden, weil ich ein Level Up habe. Das heißt, ich brauche nur noch 2 Hits. Tatsache. Okay, da haben die entweder 25 oder 26 Health. Die haben zwischen 36 und mehr. Moment. Nein. Kills Level HP ein. Okay, warum habe ich... Ach, da sind... Ah, da fehlt mir noch einer. Okay. Nee. Glowworm. Troll. 4. Drill Troll hat 20 HP. Die haben 9 HP. Cave Troll hat 210 HP. 26. Okay. 39. Ja, genau 3. Ich hasse es, nichts zu sehen. Das gefällt mir nicht. Okay, Frage ist, sollte ich jetzt zurückgehen und... Ich meine, ich muss jetzt sowieso in den dritten Floor. Hier gibt es nichts mehr für mich. Aber ich muss hier auch noch einige töten, das sehe ich euch. Ach, das war die Nummer 1, okay. Noch 3 Hits. Okay. Okay. Autsch. Aua. Die tun wirklich weh, diese... Aua, scheiße. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Oh, fuck. Warum? Warum funktioniert sonst immer so gut, aber dann sterbe ich auf einmal? Warum sind die Speicherpunkte hier so selten? Gucken wir erstmal, was uns in Floor 3 erwartet. Gucken wir erstmal, was uns hier unten erwartet. Und dann. Oh shit. Nein! Fuck. Okay, so schnell kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Da steht euch ja fest. Okay, es gibt einen Walljump. Wir kriegen hier auf jeden Fall einen Walljump. Ich hoffe, relativ bald. Ah, erstmal in die Mitte. Ach, komm schon. Gold. Dass ich mich treffen lasse, ist eigentlich nicht so die beste Idee. Au. Crawler unlocked, ja. Ich komme trotzdem nicht hoch. Oder? Doch, komm ich. Hierhin, dahin, dahin. Erstmal gucken, was es da gibt, wollte ich sagen. Aber ich habe das Gefühl... Da komme ich auch erstmal wieder nicht... Oh, doch! Cool. Ah, ich hätte hier so oder so hingemusst. Ah. Ha!
Gut, da hat mich mein Gespür nach dem Optionalen doch noch weitergebracht. Wieder nicht. Geh mir nicht auf die Eier. Bitte. Okay, noch ein paar XP. Oh, ich habe das Gefühl, vor denen sollte ich Angst haben. Oh ja. Ich habe wahrscheinlich auch wieder 39 HP. Und schon wieder gestorben. Ich bin so gut. Nicht. Ja. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich würde sagen. Ich beende jetzt erstmal die Aufnahme. Hol mir den Mongo da wieder, dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der Taverne wieder. Weil ich glaube nicht, dass ihr denselben Weg immer und immer wieder sehen wollt. Daher sehen wir uns einfach nächstes Mal wieder in... Aua. Und ich bin schon wieder kurz davor zu sterben. Wenn es eines in diesem Spiel gibt, was ich kann, ne? Dann sterben. Ich ignoriere jetzt einfach mal ein bisschen vorbei. Nein, das ist keine gute Idee. Ich brauche das Level ab. Scheiß! Fledermaus. Au. Hab ich gesagt... Ah, jetzt habe ich die Gegner resettet. Ja. Never mind that. Okay, gut. Mir gefällt der Schwierigkeitsgrad dieses Spiels. Tatsächlich gefällt mir das wirklich sehr gut, ja. Gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in der Taverne mit unserem Wyatt oder wie der auch hieß. Euer Justin, haut drin. Tschüss.